Hast du dich vielleicht auch schon einmal gefragt, ob MPEG unter Linux tolle Sachen machen kann? Vor allem, wenn man mal einen Screencast so kurz auf die Schnelle aufnehmen will oder ob man dann nicht zu einem anderen Tool greift. Vielleicht hast du dich auch mal gefragt, ob man denn immer nur die ganze Zeit dieses seltsame OBS benutzen muss. Es gibt Leute, die haben Berührungsängste vor OBS, die sind der Meinung, das ist zu kompliziert. Na gut. Es gibt auch andere Möglichkeiten, einen Screencast aufzunehmen. Schauen wir mal, was besser funktioniert. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, dann lass bitte ein Like und Subscribe da. Kommen wir zu den Beispielen. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist jetzt also meine Aufnahme. Hier sieht man in einem Kommandozeilenfenster, Terminalfenster, dass also eine FFmpeg-Aufnahme läuft. Ich habe jetzt hier meine Boxen ausgemacht. Theoretisch dürfte man vom Video jetzt wahrscheinlich nichts hören. Das Standardproblem, Das was man Video hier läuft hat, in voller Lautstärke ich spiele hier einen und Trailer man ab. hört hier nur meine Stimme, weil das Mikrofon jetzt von den Boxen im Raum nichts mehr einfängt. Das ist der Syntel-Trailer von der Blender Corporation. Open Movie. Völlig legal, das abzuspielen. Die freuen sich über Werbung. Ich kann dieses Video abspielen. Die Videoqualität sieht auch ganz okay aus. Aber man hört hier standardmäßig nur mein Mikrofon. Also man kann hier nicht Ja, so. meckern, was die Bildqualität angeht. Der FFmpeg leistet hier sehr, sehr gute Arbeit. Aber standardmäßig, je nach Konfiguration, ist es schwierig, die Audio-Seite hier vernünftig, ja, zu konfigurieren, einzustellen. Das ist ein schlimmer Kampf. Ich habe da Wochentage, Tage, Wochen, Monate damit verbracht, hier ein vernünftiges Ergebnis zusammenzustellen. Ich zeige noch weitere Sachen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ein Video auch so aufzunehmen, dass man nicht nur das Mikrofon hört, sondern auch den Systemsound. Aber jetzt habe ich mich dummerweise versprochen. Es ist leider so, dass man sich da entscheiden muss. Ich habe jetzt hier im P-Sys-Tray, also Impulse Audio Sys-Tray, die Möglichkeit umzustellen bei der Aufnahme zwischen Monitor. Das bedeutet also mein Systemsound und zwischen meinem Mikrofonsound. Also es geht hier eigentlich nur im Prinzip entweder oder. Keine Mehrspuraufnahme. Nicht gleichzeitig hier Videosound, Systemsound, Gameplay-Sound und Mikrofon. Ja, man hört hier schön das Audio vom Video. Es wird auch der Ausschlag hier angezeigt. Aber es gibt What hier brings you to the land of the gatekeepers? keine Mikrofonstimme. I'm searching for someone. Egal, was man hier einstellt. No way. Das ist jetzt also so ein Demo-Video, wo ich zeige, wie man umschalten kann zwischen den beiden Sachen. Monitor auf UMC 404 HD ist in dem Fall mein Wahrscheinlich USB-Audio-Interface. eine andere Einstellung. Test, Test. Hier ist das Mikrofon. Also ich kann hier mit dem Mikrofon aufnehmen und dann habe ich aber wahrscheinlich kein Game Audio. Wenn ich jetzt hier mit dem Mikrofon aufnehme, wie man hier sieht, Test, Test, reagiert das Mikrofon. Jetzt schalte ich um. Ich kann das Mikrofon dabei leider nicht anlassen. Aber also ich kann entweder die Ausgabe meiner Boxen anwählen sozusagen und dann den Sound von allem hören, was ich auf meinem PC abspiele, oder ich kann hören, was mein Mikrofon gerade aufnimmt. Und das landet dann auch in der Aufnahme, die FFmpeg hier erzeugt. Egal, was ich hier sonst noch so auswähle, also alles erzeugt hier kein Input-Signal, beziehungsweise ich habe nur diese zwei Input-Signale hier zur Verfügung und kann nicht gleichzeitig mehrere Audiospuren hier aufnehmen.
Also, was läuft ist, wie man da gerade sehen konnte, ohne Check aufzunehmen, entweder nur Mikrofon oder Desktop Audio System Sound. Wenn ich das weiß, dann könnte ich also Gameplays aufnehmen, bei denen meine eigene Stimme eben nicht zu sehen ist. Nebenbei gesagt, all das, was ich hier zeige, findet unter der Zielsetzung statt, hier einfach nur den Bildschirm zu filmen, ohne die eigene Kamera, das eigene Gesicht einzublenden, so wie man es jetzt hier sieht. Also wenn ich sowieso vorhabe, mein eigenes Gesicht einzublenden, dann würde ich generell auf solche Sachen wie FFmpeg verzichten. Wenn ihr euch trotz allem mit den Parametern von FFmpeg Video auseinandersetzen wollt und lieber mit der Kommandozeile arbeitet, dann schaut euch auch das Ende des Videos an. Da zeige ich nämlich die ganzen Parameter, die ich verwendet habe und erkläre das ein oder andere dazu. Und ich gehe noch auf ein, zwei Probleme bei der Aufnahme von einem Mono-Mikrofon ein. Da gibt es nämlich ein paar Haken und Ösen zu beachten, sowohl bei FFmpeg als auch bei dem Simple Screen Recorder. Und ja, auch bei OBS kann man da was einstellen. Es gibt ein Tool, das besser arbeitet. Gehen wir kurz weg. Das ist der Simple Screen Recorder. Der erzeugt auch sofort brauchbare Videos. Man kann hier ohne Probleme dann auch arbeiten, wenn man einen Soundserver wie Check benutzt. Und hier spiele ich jetzt dann also gleichzeitig zu der Aufnahme einen Trailer ab. Dann mache ich jetzt mal den Ton wieder an, damit man auch sieht, dass es funktioniert. Theoretisch. Also man hört mich hier gleichzeitig reden und man hört den Sound von diesem Film. Das bedeutet alles Palette, das Teil funktioniert gut. Ich zeige es mal in Action. Der Simple Screen Recorder. Also ich kann hier ganz einfach einstellen, Audio aufnehmen, Systemmikrofon aufnehmen, Aufnahme der Systemlautsprecher, kann hier auswählen Check, Pulse Audio, also kann hier den vollständigen Bildschirm aufnehmen, ein festes Rechteck aufnehmen, dem Mauszeiger folgen. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Dann gibt es den Sonderfall einer OpenGL-Aufnahme, habe ich nicht zum Laufen gebracht und dann kann ich auch nur separat meine Kamera aufnehmen. Das nimmt dann aber wirklich nur separate Kamera auf. Ich muss mich hier entscheiden. Ich kann nicht Bildschirm und Kamera aufnehmen. Ja, aber wie gesagt, so für Videos ohne Kamera, ohne Gesicht, ist es doch eine feine Sache. Ich kann hier meine Auflösung auswählen und ich habe hier keinen Stress, wenn ich jetzt hier Audio vom System aufnehmen will und Audio von meinem Mikrofon. Der Katalog oder der Dialog geht dann noch weiter. Ich kann auch meinen NVIDIA Hardware Encoder hier einbinden. Also das heißt, ich kann den Codec hier frei auswählen, was sehr viel wert ist. Ja, ich kann dann noch einzelne Parameter mit hinzufügen und den Audio-Codec auswählen. Eine feine Sache. Viel besser, als wenn man da mit FFmpeg auf der Kommandozeile da vor sich hinfrickeln muss. Hier starte ich dann die Aufnahme. Mit Aufnahme speichern wird sie dann regulär beendet. Also wenn man nicht mit OBS arbeiten will, dann kann man problemlos den Simple Screen Recorder nehmen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Der funktioniert einfach. Ja. Und man muss sich nicht ewig lang mit den Innereien seines Systems hier herumbalgen, um am Ende dann doch zu verlieren, weil das nächste Update irgendwelche manuellen Anpassungen wieder zerbröselt. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal Pipewire. Ja, es wird Zeit, dass Pipewire Mainstream wird. Dann könnten solche Frickeleien vielleicht mal ein Ende haben, aber im Moment ist Pipewire ja noch nicht so weit, dass man es wirklich dann auch als einfacher Nutzer verwenden kann, so wie ich einer bin. Ich bin ja kein Nerd. So, kommen wir zu den anderen Beispielen. Ich habe da noch was vorbereitet. Und zwar
möchte ich jetzt noch mal kurz die Variante mit OBS zeigen. Das ist jetzt eine Aufnahme mit dem Simple Screen Recorder. Ist jetzt leider nötig, weil ich jetzt zeigen will, was ich nämlich jetzt hier in OBS aufnehme. Also, ich möchte jetzt in OBS meinen Bildschirm aufnehmen. Dazu gehe ich in eine Szene. Ich habe die hier mal Demo Screencast genannt. Also normalerweise hat OBS hier schon mal was angelegt. Da steht einfach nur Szene drin. Also der Ausgangszustand. Sieht so aus. Okay. Ich bin jetzt in OBS. Standardmäßig ist in OBS eine Szene drin. In dieser Szene füge ich jetzt eine Bildschirmaufnahme ein. So. Ich lasse mal den Standardnamen. Schaut dann so aus. Also ab diesem Moment nimmt OBS sich gerade selber auf. Daher schaut das jetzt so aus. Und jetzt füge ich als nächstes mein Mikrofon hinzu. Dazu brauche ich ein Audioaufnahmegerät. Das ist hier. Und wähle dann mein Mikrofon aus. Das dürfte hier UMC 404 HD Audio sein. Aber da ich jetzt gerade das Mikrofon mit einer anderen Aufnahmesoftware belege, wird es wahrscheinlich gerade nicht funktionieren. Ich beende die andere Aufnahmesoftware. Das ist jetzt leider nötig. Sonst kann ich hier auf das Mikrofon nicht zugreifen. Aber obwohl, er nimmt hier schon aus. Über das Default-Aufnahmegerät nimmt er hier schon auf. Insofern lassen wir das mal. Also, die Standardeinstellung hat hier genügt. Wie man hier sieht, habe ich hier eine Stereospur und der würde jetzt nur einen Kanal benutzen. Ich zeige gleich mal, wie man das ändert. Man muss hier auf Mono gehen und jetzt hat man dann eine saubere Aufnahme. Ich habe jetzt hier also mein Mikrofon. Ich habe hier den Bildschirm integriert. Jetzt füge ich dann noch ein das Audio vom System. Das bedeutet Audioausgabe, Aufnahme, weil ich hier Pulse Audio verwende. Schaut dann so aus. Ich nehme hier zur Sicherheit mal Check Sync. Check Default sollte funktionieren und nicht nur Check Sync. Also wie man jetzt hier dann gleich erkennen kann, wenn ich jetzt also den Trailer hier starte, sieht man, es wird auch das Audio vom Video hier aufgenommen. Demo-Zweck erfüllt. Wir haben eine Bildschirmaufnahme mit Sound. Man hört die eigene Mikrofonstimme. Das lässt sich in OBS höchst komfortabel mit sehr wenigen Mausklicks einrichten. Ich kenne keine Software, die so einfach funktioniert und ich muss sagen, nicht einmal der Simple Screen Recorder macht es einem so einfach wie OBS. Aber es ist schön, dass es so etwas wie den Simple Screen Recorder gibt. Das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Ich bin froh, wenn es verschiedene Programme gibt, die dasselbe erledigen können, falls mal eines der Programme Probleme macht oder nicht verfügbar ist. Von FMPEG auf der Kommandozeile bin ich sehr enttäuscht. Der Vollständigkeit halber gibt es hier noch die Parameter für den Gebrauch von FFmpeg. Also wer sich antun will, das hier sind jetzt meine Parameter, die ich hier verwendet habe. Achtung, das sollte man sehen können. Das ist also der ganze Rattenschwanz an Parametern für einen Aufruf von FFmpeg mit Pulse Audio, mit Framerate 60, Auflösung der Aufnahme 1920x1080 und einen Bildausschnitt um 1024 Spalte nach rechts verschoben, weil ich zwei Monitore verwende. Also dieser Parameter ist nötig, damit FFmpeg also nur meinen rechten Hauptmonitor aufnimmt und nicht meinen kleineren linken Hauptmonitor, der eine 1024er Auflösung hat. Dann verwende ich hier einen Software-Encoder, LibX264, das Preset Ultra Fast und CRF0.
sowas wie die Qualitätsstufe nochmal. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist natürlich, diese ganzen Parameter hier richtig zu verstehen. Dieser Parameter AC2 sorgt dafür, dass in Stereo aufgenommen wird. Jetzt gibt es folgendes Problem. Wenn ich ein Mikrofon angeschlossen habe, habe ich nur ein Monosignal. Das bedeutet, es kommt dann auch nur ein Signal aus einer Box. Meine Stimme ist entweder auf der linken oder auf der rechten Box, je nachdem. Wenn ich das nicht mehr haben will, dann muss ich diesen Parameter ändern zu AC1. Von AC2 zu AC1 hier. Dann kriege ich also ein doppeltes Monosignal auf beiden Boxen. Ich kann FFmpeg beliebig aufblasen. Diese Variante habe ich selber noch nicht ausprobiert. Ich kann jetzt hier auch mit Kompressoren hier arbeiten. Wie gesagt, habe ich nicht gestartet. Was man hier sieht, ist, man kann auch einen Hardware-Encoder einbauen, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat. Das habe ich dann nochmal hier benutzt und ausprobiert mit Nvidia-Grafikkarte. Also das habe ich dann immer hier abgefeuert zu Testzwecken. Ich habe mit Hardware-Encoder aufgenommen. Wie gesagt, die Ergebnisse sind, was die grafische Seite angeht, sehr ansprechend. Aber leider kriege ich das Audio nicht in den Griff. Hier ist dann nochmal ein Screenshot von der Check-Audio-Geschichte. Wie gesagt, hat sich bei mir dann irgendwie selber zerstört beim letzten Update. Eine Idee von mir war es noch, deswegen steht das hier mit Check Connect und Check Disconnect, kann ich auf der Kommandozeilenebene diese Strippen selber neu ziehen. Damit habe ich es leider auch nicht geschafft, das Ganze so zu konfigurieren, dass es zuverlässig dann auch funktioniert hat. Ich muss sagen, viel Lärm um nichts. Leider ein Satz mit X, das war wohl nix. Eine Ergänzung zum Simple Screen Recorder. Der Programmierer vom Simple Screen Recorder oder der Erfinder, der fühlt sich selber jetzt nicht zuständig dafür, das Audiosystem im Hintergrund wirklich konfigurierbar zu halten. Es fehlt hier die Möglichkeit, Mono- oder Stereo-Audio aufzunehmen. Ist einfach nicht vorgesehen. Das bedeutet, wenn ich hier also auch nur ein Mono-Mikrofon eingesteckt habe, dann kriege ich auch nur ein Mono-Signal, was entweder aus der linken oder rechten Box herauskommt. Das ist bei Simple Screen Recorder der große Nachteil. Wenn ich hier mein Desktop-Audio vom System aufnehme, kein Problem, dann kriege ich auch ein Stereo-Signal aufgenommen. Ja, also alle diese OBS-Alternativen, die wollen leider nicht so, wie ich gern möchte. Ja, warum kann man diese Option nicht einrichten beim Simple Screen Recorder? Das ist so ein geiles Teil. Warum hat es nicht die Möglichkeit, dass ich hier den Audiokanal entweder auf Mono oder auf Stereo schalten kann? Zum Vergleich bei OBS. Ich muss jetzt mal OBS selber wieder aufnehmen. Haha, da ist OBS. Zum Vergleich bei OBS, schauen wir mal, da kann ich jetzt beim Mikrofon auf erweiterte Audioeigenschaften und kann hier ein Häkchen betätigen. Da bin ich. Ein Häkchen hier, das entscheidet darüber, ob aus meinem Mono-Mikrofonsignal ein Stereo-Signal wird, was nur auf einer von beiden Boxen zu hören ist, oder ob mein Mono-Signal einfach mit beiden Boxen schön wiedergegeben wird. So einfach kann das Leben sein. Und das kann irgendwie nur OBS und leider nicht dieser Simple Screen Recorder. Ja, das Leben ist gemein. Jetzt können wir zum gemütlichen Teil übergehen und unsere Freizeit genießen. Ich weiß nicht, was du jetzt magst. Ich hau mich jetzt einmal aufs Sofa. Tschüss. Na gut, Ende Gelände. Das war's.